Oh, Freitag, ca. 21 Uhr. Folgende Kneipensituation. Ich, Tresen, Pilz und diverse andere Leute, die einen an die Lippe genommen haben. Viele junge Leute. Machen wir uns nichts vor. Fast nur junge Leute. Ich kam mir vor wie ein 100 Jahre alter Birosaurus Ex zwischen den Jungpromille-Hüpfern. Aber damit kann ich um. Also die müssen auch gedacht haben, ich bin fest angestellter Vertragsträger bei einer Brauerei. Also bei allen Brauereien. Bei der Schlucktaktung, die ich hatte, dachte ich wohl wieder, ich bin vier Vollgas und ein Gerhard. War ja klar, dass der Kater am nächsten Morgen wieder an der Tür kratzt. Und dann dachte ich mir irgendwann, aber jetzt wird nicht mehr getrunken. Jetzt wird gesoffen. Ab 40 hast du ja gefühlt auch nach 6 Bier und 2 kurzen schon Filmriss für die nächsten 48 Stunden. Und jetzt zur Sache. Also wenn ich losgehe, um mit meinem Getränkenotar meine Kehle beglaubigen zu lassen, lasse ich mein Handy immer zu Hause. Ich will ja saufen, nicht telefonieren. Ich habe in meiner Karriere schon genug Handyknochen weggefeiert. Aber die jungen Leute, die haben ja alle und immer ihr Handy dabei. Und das weiß ich nicht, weil ich gefragt habe. Das weiß ich, weil sie sich das Teil permanent vor die Bierverklappungsanlage halten. Die filmen jeden Schluck vom Getränk, jeden Ausfallschritt, jeder abgeschlossene Promillevertrag an der Theke mit dem Barmann wird dokumentiert. Einfach alles. Bist du eher Team Filmriss? Oder Team, ich film jede Sekunde meines Lebens und die Handykamera hat meine Augen abgelöst. Ab Stunde 4 fehlt mir persönlich jegliches Bildmaterial von der Nacht. Aber darüber kann sich ja der Zukunftsvolker Gedanken machen. Und dann kam mir der Gedanke, dem fehlt ja wirklich gar nichts. Die können am nächsten Tag einfach entspannt ihre Instagram-Story gucken. Oder die Story von der Story von der Story vom Kollegen, der eine Story gemacht hat, wo der andere Kollege auch wieder eine Story gemacht hat. Ach so, ja. Ach scheiße, da habe ich meine Jacke liegen lassen. Da rufe ich gleich mal an. Ach, da war wer auch. Ach, so ein Absinth haben wir ja scheinbar auch noch getrunken. Wer ist das denn? Die Kellner. Ja, moin moin. Haben Sie zufällig meine Jacke liegen, habe ich in der Instagram-Story gesehen. Ja, ist klar, hol gleich ab. Danke, tschüss. Da trifft man sich den ganz entspannt auf den Sonntag. Alle Getränkebeteiligten sind dabei und dann kann ich die letzten 2 Nächte nochmal schön retour gehen lassen, alles nochmal nachbesprechen. Mir fehlt mittlerweile ein ganzes Jahr an Erinnerung. Mindestens. Vielleicht sollte ich mir mal so eine Getränke-GoPro auf den Kopf installieren. Das wäre mal was. Oh, schön. Ich versuche mich jetzt noch ein bisschen weiter zu erinnern an die letzten 2 Tage. Macht euch mal einen schön verotterten Sonntag am Elektrolytetropf. Na ja, noch schön was bestellen und dann lege ich mich wieder auf mein Sofa. Oh, Gottes Willen. Ne? Ein bisschen Leben reinholen. Das war eine Überraschung. Du kannst dir noch mal so ein kleines Video anklicken, da haben wir noch ein bisschen was. Also, schönen Tag noch. Tschüss. Ja, du mach doch auch endlich mal Arsch. Das kannst du schön nach unten fahren mit der Kamera. Ja, genau. Oh,